Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich habe einen Brief bekommen vom Festkomitee Kölner Karneval von 1823. Ich hatte mich nämlich als Zugbegleiter für den Rosenmontagszug beworben. Ist angekommen, ist angenommen worden, ist natürlich auch hier angekommen, in diesem Briefchen. Ja, das heißt, Karneval wird richtig schön was zu tun für mich. Da haben wir nicht nur den Sternmarsch vom Schul- und Veedelzug, dann natürlich sonntags den Schul- und Veedelzug, den ich ja begleite, Rosenmontagszug und was nicht da noch alle kommt. Ja, ich wollte diesen Brief hier mal öffnen im Video. Und dann schauen wir mal. Ich habe noch nicht reingeguckt. So. Dann schauen wir mal. Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals. Die werden Rosenmontags eingesetzt seit 2024 als Wagenbegleiter. Name ist natürlich Robin Koch. Laufende Nummer 76. Gesellschaft, Festkomitee des Kölner Karnevals, Gruppe 32. Figurwagen. Präsident Christoph Huckelkorn. Aufstellplatz Bonnerwall 19. Melden Sie sich bitte bei dem Zugordner XY. Hiermit bestätigt hiermit, dass der Helfer seine Tätigkeit während des ganzen Zuges ausgeübt hat. Genau. Da unterschreibt der Zugordner. Sehr schön. Gut. Also. Oh, jetzt ist hier viel Text. Köln im Januar 2024. Köln Rosenmontagszug 12.12. Watte-Theater-Watte-Jecke-Spiel. Sehr geehrter Herr Koch, Sie haben freundlicherweise erklärt, uns im kommenden Rosenmontagszug als Helfer zu unterstützen. Wir bitten Sie daher, sich am Rosenmontag pünktlich um 9:30 Uhr im alten Fantas Köln einzufinden. Muss ich mal googeln, wo es ist? Ich weiß es nämlich nicht. Sie sind für die Position eingeteilt: Tätigkeit Wagenbegleiter, Figurwagen Präsident Christoph Kuckelkorn, laufende Nummer 76, Gruppe 32, Gesellschaft Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823. Aufstellplatz Bonnerwall, Einsatzzeit 9:30 Uhr. Ja, dann ist hier noch ein Ablaufplan. Also 9:30 Uhr ist Treffen Altes Pfandhaus. 9:30 Uhr Registrierung, Ausgabe, Einsatzkarte, Einkleidung in der Halt eines kleinen Snacks. 10:30 Uhr, die Wagenbegleiter gehen direkt zu ihren Gesellschaften in den Aufstellplatz. Anmeldung beim Zugordner der Gesellschaft. Einweisung Wagenbegleiter durch Zugordner der Gesellschaft. Die Schilder- und Großfigurenträger begeben sich zum LKW am OP-Rang 2 bis 22. Dort finden die Ausgabe der Schilder statt. 11 Uhr, Eintreffen Schilderträger bei den Gesellschaften. 10 Uhr, Beginn Rosenmontagszug. Und 14:15 Uhr voraussichtlich Abfahrt, letzter Wagen an Bonnerwall 19. Die Einsatzkarte erhalten Sie am Rosenmontagszug bei der Erfassung. Dann wird man eingekleidet. Okay. Gut, das sind Sachen, die euch nichts angehen. Das ist quasi ein Infoblatt. Das ist auch. Gut, ich würde mal sagen, ja, kann man machen. Deswegen packe ich das schnell wieder weg. Nicht, dass es wegkommt. Die Adresse, wo ich wohne, zeige ich euch natürlich nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Was wird? Ja, das sollte jetzt ein kleiner Realtalk werden. Deswegen sage ich, ciao mit Frau Robin. Tschüss.